SRF 2 Kultur. Da reisen wir heute mit Schweizer Musikerinnen und Musikern von der Mitte der Schweiz aus immer weiter hinaus in die Welt. Auf den nächsten beiden Etappen begleitet uns einer, der diese Route bestens kennt. Es ist der Euphonist Fabian Bloch. Er ist in Olten aufgewachsen, hat zuerst in Bern und später dann in Manchester studiert. Und das Thema Aufbruch, das bewegt ihn auch auf seiner neuen CD. Da erkundet Fabian Bloch zum einen musikalisches Neuland. Er versammelt auf diesem Album 8 Werke, die er alle selbst in Auftrag gegeben hat. Und zum anderen nimmt er uns auf dieser CD mit auf eine Weltreise. Er segelt in diesen 8 Stücken nämlich mit seinem Euphonium von Kontinent zu Kontinent. Wir greifen heute für die CH-Musik die beiden Stücke von dieser CD heraus, die Fabian Bloch bei Schweizer Komponisten in Auftrag gegeben hat. Das erste hat Fabian Künzli geschrieben. Er nennt sein Stück «Blazing», was so viel heißt wie «lodernd». Jazzig angereicherter Sauerstoff wird hier in die Euphoniumglut geblasen. Fabian Bloch spielt dieses Stück zusammen mit dem Pianisten François Killian und dem Perkussionisten Michael Meinen. Blazing des Thurgauer Komponisten Fabian Künzli. Ein Titel vom neuen Album Spot On des Euphonisten Fabian Bloch. Er spielt hier zusammen mit dem Pianisten François Killian und dem Perkussionisten Michael Meinen. Ganz verschiedene musikalische Backgrounds überlagern sich auf diesem Album. Klassik und Jazz, Blasmusik und Weltmusik, all in one. Und da, wo all diese Klangfelder sich überschneiden, da ist auch der nächste Schweizer Komponist daheim, Daniel Schnieder. Wer, wenn nicht er? Der Saxophonist, der New York zu seiner Heimat gemacht hat, weil dort die unterschiedlichsten Klangwelten aufeinandertreffen und der von dort aus die Welt erkundet mit allen möglichen Verkehrsmitteln und vor allem mit dem Ohr. Für Fabian Bloch hat Daniel Schnieder kürzlich ein Euphonium-Konzert mit dem Titel «Atlas» geschrieben. «Atlas», weil dieses Stück mit Klängen aus dem arabischsprachigen Norden Afrikas gewürzt ist. Die Idee zu dem Stück sei in Marrakesch entstanden mit den verschneiten Gipfeln des Atlasgebirges vor Augen, sagt Daniel Schnieder. Atlas aber auch, weil die Musik hier die ganze vielfältige Klangwelt schultert, die Daniel Schnieder von New York aus überblickt. Fabian Bloch spielt dieses neue Euphonium-Konzert von Daniel Schnieder auf seinem neuen Album in einer Trio-Version. Die Zauberformel auch hier: Euphonium plus Klavier plus Perkussion. Atlas, so hat Daniel Schnieder dieses Stück genannt. Im Original ist es ein Konzert für Euphonium und Orchester. Hier haben wir es in der Trio-Version gehört, gespielt vom Schweizer Euphonium-Virtuosen Fabian Bloch, dem Pianisten François Killian und dem Perkussionisten Michael Meinen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.